Hallo, schön, dass ihr wieder reinschaut zu dieser neuen Folge Torchlight. Wir sind hier irgendwie in, ja, der Hölle, würde ich sagen, angekommen. Aber in Wirklichkeit ist es das geschmolzene Gefängnis. Zu gut Englisch, Molten Prison. Klingt ein bisschen cooler. Und wir sind hier auf der Suche nach, ich weiß es gar nicht so richtig. Was suchen wir hier eigentlich? Da muss ich doch irgendwie glatt nochmal. Und ich wollte doch, glaube ich, diese Settings, Music, Sound, Volume, bisschen. Achso, ich hatte das so hochgedreht, weil man sonst den Text nicht mehr verstanden hat, oder? Naja, was soll's. Erstmal kann ich hier noch ein paar Punkte verteilen. Da noch eins und da so. Genau, ich wollte gucken, was es denn für Quests zu tun gibt gerade hier. Complete Savage Prison. Savage Ember. Ach so, wir müssen ja durchkommen, um zur Ember Forge zu gelangen. Gain access to the Dwarven Fortress. Na gut, dann müssen wir uns hier durchbetteln, um zur Zwergenfestung zu gelangen. Und dann zur Ember Forge wahrscheinlich, die sich in der Zwergenfestung befindet. Alles klar. Dafür müssen wir aber erst noch ein paar Goblins und ihre Hunde beseitigen. Und ein paar eigenartige Käfer. Da ist wieder so ein blöder Hund. Ist ein bisschen nervig wegen dem Ansturm. Da was rausgekommen? Nö. Ja, toll. Jetzt habe ich meinen Mana verschwendet. Na super. Hier sind wieder so ein paar Käfer. Flip. Der Schwertschlucker. Der konnte ja gar nichts. Der Mimik ist ja auch noch. Na sowas. Und wen verprügelt der Troll hier? Der hat was. Lila ist. Nimm das mal an dich. Und das ist bestimmt was, was ich nicht anziehen kann. Doch, kann ich. Ice Resistance, Poison Resistance, Increase All Physical Elemental Damage by Blood. 5 Armor, 5. 47 Health. Und was macht meins? Armor Degraded by Hit, plus 4 Armor, hat insgesamt mehr. Poison Fire, Pet Minion Damaged, Knockback. Ich habe irgendwie so das doofe Gefühl, dass das, was ich anhab, besser ist als das, was ich hier gefunden habe. Zumal die Set-Boni. Ice Damage, Electricity Damage. Nee, so cool. Na gut, aller Schaden um 6% erhöht. Dafür hat das mehr Armor. Viel mehr Armor. Sogar 2% auf Armor. Fire Resistance. Na gut, okay. Bla bla bla. Gold Find. Aber das Armor Degraded per Hit ist für Bosse eigentlich ganz cool. Tja. Tja. Doof. Ja, was mache ich denn damit? Was mache ich denn damit? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, ich mache einfach gar nichts damit. Und verkaufe es. So gefühlt ist es nämlich nicht besser. Und Fame. Was habe ich denn getötet gerade? Gar nicht gecheckt. Armor. Na freilich. Zack. Und was hat man denn hier eigentlich noch? Chance to block habe ich aber nicht. Decreases in Vendor Prices. Okay. Minus 1 to Spell Learning Requirements. Mana Recovery per Second. Bringt mir jetzt noch nicht so viel. Also irgendwie habe ich das Gefühl, was ist das? Power Attack using all equipped melee weapons. Movement is towards the cursor, draining mana as you go. Attacks cause a spectral echo to damage foes beyond their normal range. Stun nearby foes. Ja, keine Ahnung, was ich da jetzt so richtig machen soll. Erstmal soll mein Pet wiederkommen, damit ich hier
Damit ich hier das Zeug verwerten kann. Hab ich irgendwie noch irgendwas zum Wegwerfen oder so? Nö, ein Ring. Ich muss angucken, ich weiß nicht so richtig. Ach, was soll's, ich hole mir mal den Ring an. Experience gain. Aber meine bringen mir Leben. Leben. Und die 2% machen, glaube ich, nicht so viel aus. Gut. Sehr schön. Haben wir lange genug gewartet und irgendwelches Zeug erzählt. Dann können wir jetzt mal das ganze Zeug hier reinpacken und den Rest hier noch aufnehmen. Wend. Achso, na toll. Ich habe irgendwie gedacht, das ist eine Axt oder so. Toll. Du blödes Vieh. Hallo Troll. Hat er gerade irgendwas Gelbes fallen lassen? Habe ich das richtig gesehen? Das wäre ja mal übelst stark. Gleich mal gucken. Ja, eine Rifle. Fick dich. Na dann. Kann das Pet gleich erstmal wieder abhauen. So eine Scheiße. Tropft wieder mal was Gelbes und es ist ein Gewehr. Super. Weil ich ja voll der Jagdtyp sehe oder Typ bin, der das benutzt, wie auch immer das heißt hier in dem Spiel. Ich habe echt kein Glück, was das angeht, habe ich das Gefühl. Das wäre bestimmt ein richtig geniales Item von anderen Character, aber nicht für mich. Nicht für mich. Gut, dann geht's hier wieder runter. Ich schätze mal auch, dass es da nach da links weitergeht. Also gucke ich erstmal nach hier rechts. Was sich hier noch verbirgt. Noch so ein Selbstmord-Zombie. Goblin? Zombie. Ein Selbstmord-Goblin ist da drüben. T-Barrel, das kann man so in die Luft jagen. Das passt. Bing! Bing! Achso, das sah noch aus, als wäre da noch einer rumgeklettert. Also manchmal ist es dem Spiel egal, wo man hinklickt, habe ich das Gefühl. Das macht trotzdem, was es will. Ah ja, erste Ebene geschafft. Dann folgt jetzt noch eine und dann kommt wieder ein Boss. Alle guten Dinge sind schließlich drei in dem Spiel. Und überhaupt ist das immer so. Sammle drei von dem, töte drei von das. Du, hallo Troll. Tropfst mir nochmal was Gelbes? Nein. Diesmal ne. Diesmal nicht. Böder, böser Troll, böser, böser, böser Troll. Wupp, wupp. Lalalala, wann kommt mein Pet wieder? Ah, da ist es. Oh! Hallo! Hallo! Das ist lustig, wenn die da aus dem Loch gekrochen kommen. Hunter. Warum hat der Hunter einen Hammer dabei? Müsste der nicht einen Bogen dabei haben oder so? Macht auch wieder mal keinen Sinn, ey. Dieses Spiel. Unplayable. Whoop. Huch, der liegt hier oben auf der. Ist da irgendwie aus, als würde er unten liegen im ersten Moment. Der Gürtel. Oh, hier sind wieder mal Spectre. Die hat man lange, ne, oder? Du. So, so, so. Da ein Magier. Whoop. Und ein Stabber. Mal einmal im Kreis gelaufen. Geht's jetzt hier weiter oder in die andere Richtung? Das ist hier die Frage. Vielleicht geht es auch hier weiter. Wer weiß das schon. Aber ich gucke erstmal hier hin kurz. Oje. Oh, yeah. Du blöder Hund. Unidentified Helmet. Gucken wir uns das mal an. Zack. Und Boots auch. Ah, zwei was Blaues. Hm, nicht so wirklich. Fire Resistant Chance to Reflect. Nee, es gefällt mir alles nicht so.
Sagt mir nicht so zu. Machen wir einfach hier ein bisschen weiter. Da und hier. Da und dort. Oh, ein 1000er Hit. Scheiße, 1300. Das macht ja ganz schön viel Schaden mittlerweile. Ist mir gar nicht so aufgefallen. Ich glaube, ich muss noch da nach oben laufen. Da scheint ganz viel Geld rumzuliegen. Und das nehme ich mir alles mit. Da ist wieder ein Spectre. Ich hätte jetzt gedacht, der Hunter droppt wieder. Huch. Droppt wieder etwas. Wie einen Hammer oder ein Schwert oder so. Obwohl er nur einen Bogen dabei hat. Hat ja nicht mal was über am Gürtel oder über die Schulter hängen. Was aussehen würde wie ein Schwert oder ein Hammer oder so. Gibt's ja nicht. Und da sind noch zwei Hunter. Ding. Oh nein, da ist er in die Lava gefallen. Der arme Kleine. Bam. Da kommen noch ein paar aus dem Loch gekrabbelt. Und da hinten ist noch ein Magier. Bum. Oh. Renn mal nie weg hier. So, ich schätze mal, hier wird es dann weitergehen. Da nach rechts unten. Deswegen gucke ich mal noch in die Richtung. Ich will ja schließlich alles mitnehmen hier. Nicht, dass ich einen gelben Drop verpasse, den ich dann eh nicht verwenden kann. Oder den Beastas, der Reviled. Den wollte ich natürlich auch auf keinen Fall verpassen. Trolli! So, jetzt kann ich bestimmt wieder das Inventar von... Nee, noch nicht ganz. Drei Items brauche ich noch, dann kannst du wieder zurück in die Stadt. Hallo! Bing! Da sitzt noch einer. Und dann rennen wir noch hier ums Eck und dann schauen wir uns mal an, was der Freund hier zu verkaufen hat. Vielleicht hat er was Cooles dabei. Immer mit der Ruhe, Kollegen. Hier ist nämlich nichts mehr. Und dann sind wir einmal ums im Rings herumgegangen, im runden Ring. Was verkaufst du so, mein Freund? Oh, eine Map-Scroll. Nice. Die nehme ich doch mit. Das ist immer interessant. Spell Frost. Poison Resistance. Strength. Kacke. Aber dann kann ich mir nächstes mein Zeug verkaufen und muss mein Pet nicht schicken. Da sparen wir uns das. Wo kam der jetzt her? War plötzlich noch ein Stepper hier. Habt ihr das gesehen? Wo soll der denn hergekommen sein? Ich hatte den einen, der dort stand, doch getötet, oder? Ich dachte, mir wäre so gewesen. Naja, vielleicht habe ich daneben geschlagen. Lieber Mage, bitte schmeiß mir keinen Feuerball an den Kopf. Das ist hier wieder irgendwie so ein kreisrundes Kreiseldingens oder so. Ich weiß auch nicht so recht, ob ich dann hier vorne wieder zurück kann oder was. Das ist wieder ein gelber Gegner, der absolut nichts ausgehalten hat. Jo, danke, dass du mir die Kiste zerschmettert hast. Das erspart mir das. Da habe ich noch eine Barrel. Zack. Trolli! Na, du blöder Wuff. Ah. Outcutter. Oh, jetzt habe ich gedacht, dass... Oh, was passiert denn hier? Interessant. Was bringt mir das? Da bin ich jetzt mal gespannt, wenn ich da drüber gehe, was da passiert. Oder ist das der Weg, wie es weitergeht? Das wäre natürlich blöd. Macht mir erstmal hier die Luke auf. So. Ich habe auch gleich wieder ein Level Up. Bald, bald, bald. Yay!
Was für Level wäre ich denn dann eigentlich? 25, cool. Ach so. Nur dann kriegt das auch schon mein Pad alles wieder in die Hand gedrückt. Das muss hier rüber. Das. Dann kannst du eigentlich gleich... Oh. Doch hat's Pad eingesammelt, korrekt. Hm, das war ein Geheimgang. Yeah. Gold. Chest. Falle. So, schön. Da gab es jetzt, das brauche ich nicht, das hebe ich mir auf, das brauche ich nicht, das kann weg. So. Gut, hätten wir das erledigt. Dann können wir jetzt auch weitermachen. Sehr schön. Schade, dass das nicht so wie in der 2 als Geheimraum direkt markiert ist. Das wäre cool. Irgendwie gibt es auch immer nicht so viel, habe ich das... Da habe ich das Gefühl. Also es gibt, das liegt so ein Haufen Gold rum, aber das sind immer nur so 1, 2, 5. Das lohnt sich fast gar nicht. Und in den Truhen sind eh nie coole Sachen drin. Aber das ist ja immer so. Das ist ja nichts Besonderes da. Huch. Na, böser Troll. Da muss ich nach oben. Nope. Hier geht's auch weiter. Da muss ich mir wieder überlegen, wo ich als erstes hingehe. Zuallererst puste ich aber mal in das Horn rein da oben. Dann dreht sich bestimmt die Treppe rum. Dann habe ich nämlich den nächsten geheimen Raum. Dann gehe ich zurück. Hey! Du frecher Bogenschütze. Und dann plündere ich diesen Raum auch noch. Alles meins. Und da kann mich auch so ein Sprengtyp nicht davon abhalten. Und auch erst recht kein Bogenschütze. Ein Spectre vielleicht schon eher. Nein! Doch nicht. Und noch so ein explosiver Goblin. Noch ein paar mehr andere Viecher. Spectre. Goblins. So. Mana Potion. Toll. Das war alles, was in der Truhe drin war. Eine Mana Potion. Cracked Pure Ember. You've sprung a trap. Damaged Armor. Okay, das kann man vielleicht aufheben. Electric nicht. Health stolen on hit. Das klingt doch cool. Health stolen hit, dann brauche ich auch das nicht. Achso, na dann. Hau ab. Worauf wartest du noch? Geh schneller! Und bring mir etwas Gold mit. Wie habe ich denn eigentlich? 77.000. Ja, ist schon einiges, würde ich sagen. Ich habe zwar keine Ahnung, was die Items im Moment so kosten. Aber ich behaupte jetzt einfach mal, dass 77.000 ein bisschen was ist. Zumindest ein guter Anfang. Oh! Hallo, gelber Troll. Bing! Kealan the Ancient. Ja, ne, Kealan. Oder so. Bing! You've gained the level. Na denn, nochmal hier. 1, 2, 3. 1, 2. Oh, 1. Juhu! Level 25. Bing! Bing! Da ist noch einer. Bup. Und da. So, dann haben wir die Ecke hier auch geklärt. Wo geht's denn jetzt noch hin? Hier runter ging's noch. Mal schauen, wo wir da rumkommen. Du blöder Hund. Der ist wieder ein Explosiver. Der hat erstmal die alle in die Luft gejagt. Vielen Dank. Erspart uns ein bisschen Arbeit. Ne, hat den ja scheinbar keinen Schaden gemacht. Von daher. Und wir müssen wieder mal auf das Pad warten. Juhu. Habe ich irgendwas Geschönes gefunden? Ne, grün. Vor allen Dingen müllen mir jetzt die ganzen Gems hier mein Inventar voll. Doof. Ganz doof. Kann ich die irgendwo reinsockeln? Nö, kann ich nicht. Identify Scroll.
27 Armor, 185. Ah ja, schön, vielen Dank. Fürs Returnen. So, ich weiß nur jetzt ehrlich gesagt, ne, ob ich die ganzen Gems irgendwie vielleicht einlagern soll. Am Ende vergesse ich die wieder, wenn ich die irgendwo einlagere und nicht mit mir rumtrage. Auf der anderen Seite nehmen die echt viel Platz weg. TNT Barrel. Das jagen wir lieber in die Luft, anstatt da einfach mal dagegen zu schlagen. Bloß nicht. Mann, das ging fast daneben, ey. Hier gibt's nichts mehr. Das ist aber eine schöne Mangel her. Mit Zacken dran. Gut, dann war's das hier aber. Mal einmal in einem großen Kreis gegangen und hier geht's dann weiter. Wer weiß, wie weit uns die Reise noch führt durch diese lava-durchtränkte Welt. Ach komm. Ist wieder mal alles One-Hit hier. Alles One-Hit. Bum-bum-bum. Giant Health Potion. Ja, komm, komm her. Und hier mal bitte die Tür auf. Und alle Freunde nach draußen. Puff. Easy peasy, lemon squeezy. Okay, hier lang oder nach links weiter? Ich schätze mal, nach links ist dann der rechte Weg. Hier stehen nur noch ein paar Gegner rum. Ein Spektre. Das, die halten sogar mehr aus als alles andere. Die sind schon... Keine Ahnung, wenn die alle so viel aushalten würden, wäre das okay. Die anderen sind relativ schwach. Aber ich bin ja auch etliche... Ja, ich bin ja auch 7 Level über denen. Was will man erwarten, ne? So komisch mit dem Leveln. Dass ich so weit über denen bin. So viel über denen. Vielleicht erwarten die nicht, dass man alle Quests macht, oder? Kann das sein? So, was haben wir hier so? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und ab in die Tiefe. Jetzt müsste natürlich wieder ein Boss kommen, oder? Mal sehen. Erstmal noch ein paar Gegner. Mein Pet hat 666 Schaden gemacht. Böses Pet. Pet aus der Hölle. Rorgitin, der Unholy. Kann absolut nicht. Das war wieder mal zu einfach. Geht's jetzt hier weiter oder da? Ich schätze mal hier, ne? Vielleicht zu beider Seiten. Aber hier wahrscheinlich nicht. Gucken wir doch mal hier reingelunzt. Wie wir sehen, sehen wir, dass es hier aufhört. Ganz eindeutig und klar. Und nach rechts wird es wohl zu beiden Wegen weitergehen, schätze ich mal. Gehe ich mal stark davon aus. Ja, ja. Bis jetzt. Sonro! Können die mal Deutsch reden? Geht das? Oh nein. Troll Juggernaut. Da noch ein paar. Da ist noch einer. Da ist noch einer. Und dann klären wir noch das hier und das da. Und da stehen noch zwei explosive Freunde. So, damit haben wir das auch aufgeräumt. So, dann gucke ich nochmal in mein Inventar. Nope, 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 nope. Weg, weg, weg. Okay. Dann darfst du abhauen, Pet. Und wir sind fertig mit der Folge. In der nächsten Folge geht es dann hier weiter. Und hoffentlich kommt dann bald ein Boss, weil das ist immer das Schönste an dem ganzen Spiel. Auch wenn die bis jetzt alle noch nicht so schwer waren. Vielleicht hätte ich eine höhere Schwierigkeitsstufe auswählen sollen. Naja. Jetzt ist es so. Schön, dass ihr reingeschaut habt und wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge auch wieder reinschaut. Bis dahin, macht's gut. Ciao.